Joe Bauer, es gibt wahrscheinlich keine Stuttgarterin und keinen Stuttgarter, der dich, lieber Joe, nicht schon einmal erlebt hätte. Heute Abend bist du bei uns. Herzlich willkommen. Richard von Weizsäcker hat eine Straße, die nach ihm benannt ist. Loriot hat immerhin eine Säule mit einem Mops obendrauf. Wenn es dann mal so weit ist, was für ein Denkmal möchtest du? Um Gottes Willen, ich möchte kein Denkmal. Das ist ja furchtbar. Außerdem, das ist jetzt völlig überzogen. Ich kenne nur ein paar Leute hier in der Stadt. Das macht vielleicht einen falschen Eindruck, weil du kennst mich vielleicht ganz gut, weil wir schon mal was zusammen gemacht haben. Aber mit dem Rest der Stadt habe ich wenig zusammen gemacht. Ja? Aber zumindest dein Hut müsste man im Museum doch irgendwo bewahren, oder? Der Hut ist eigentlich so ein Zufallsprodukt. Ja? Ach so? Ja, ja, ich habe... weil ich ja doch schon so eine Art Glatze habe, ja. Nein, die wollte ich nicht verdecken. Da hatte ich immer Probleme mit der Sonne. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich brauche eine Mütze, ja, wegen Sonnenbrand, gegen den Sonnenbrand. Ja. Und weil es in Stuttgart einen sehr schönen Mützen- und Hutladen gibt. Ah, ja. Gibt es auch immer noch. Den gibt es immer noch, ja. Mhm. Bin ich da rein und habe mir eine Mütze geholt. Und das musste ich natürlich die Mütze ab und zu auswechseln, weil sich die Jahreszeiten ändern. Jetzt stand ich aber immer noch zwischen 1000 Hüten. Und habe gedacht, vielleicht muss man auch mal einen Hut kaufen. Ja. Und so, seitdem habe ich einen Hut auf. Du hast immer eine klare Haltung, nicht nur gehabt, sondern sie auch artikuliert. Du hast Kante gezeigt gegen all diejenigen, die einen Kulturbegriff missbrauchen wollen, Kultur verwenden wollen als etwas Einengendes, etwas Exkludierendes. Wie kam es dazu? Die Leute sagen oft Kultur, wenn sie den Veranstaltungsbetrieb meinen. Ja, und so sehe ich das nicht. Für mich ist Kultur zunächst mal eine Lebensart. Wie leben wir in unserer Gesellschaft? Ja? Und wie leben wir, was ist die Realität, zum Beispiel in einer halbwegs größeren Stadt wie Stuttgart? Das ist das internationale Leben. Das ist für mich die Kultur, die einer Auffassung entspricht von einer gewissen demokratischen Vorstellung, vor allem von antirassistischen, so schwer das auch sein mag, von antifaschistischen. Nun bringst du drei Begriffe, Demokratie, Rassismus und Kunst, in eine bestimmte Beziehung zueinander. Ich glaube, Demokratie und Rassismus schließen sich aus. Das scheint offensichtlich zu sein, sollte offensichtlich sein. Aber glaubst du, dass Kunst notwendigerweise mit Demokratie in Verbindung zu setzen ist? Oder anders gesagt, gibt es Kunst, die vielleicht nichts mit Demokratie zu tun hat? Ja, selbstverständlich wird es die geben. Das ist natürlich die Frage, wer sie dann als Kunst bezeichnet. Mhm. Ja, oder aber, noch pointierter gefragt, warum muss Kunst überhaupt mit Demokratie etwas zu tun haben? Weil für mich steht Kunst auch immer so zumindest zum Teil für Aufklärung und Bildungsarbeit. Weil durch Kunst mache ich neue Erfahrungen, die ich in meinem normalen Alltag nicht mache. Das heißt, ich werde auf Dinge aufmerksam, ich erlebe Anstöße und ich komme vielleicht auch tatsächlich in einen Grenzbereich durch gute Kunst, ja, durch das Erlebnis. Was bedeutet jetzt, wenn wir mal ausnahmsweise zum Veranstaltungsbetrieb zurückhören, was ist ein emotionales Gemeinschaftserlebnis, ein emotionales Miteinander? Das hat schon was mit Demokratie zu tun. Ob die Kunst jetzt an sich ein demokratisches Ziel hat, das ist natürlich Quatsch, weil Kunst muss ja nicht per se politisch sein. Um das geht es überhaupt nicht. Aber sie hat eine gewisse ästhetische Kraft. Sie hat natürlich eine inhaltliche Kraft und eine absolut emotionale Kraft. Aber würdest du sagen oder würdest du erwarten, dass jeder Künstler, jede Künstlerin auch politisch ist? Oder umgekehrt, was würdest du jemandem sagen, der von sich selbst sagt, bitte, ich mache nur Musik, alles andere auf der Welt interessiert mich nicht? Man muss immer trennen. Natürlich muss das, was ein Künstler, eine Künstlerin produziert und macht, nicht in dem Sinne politisch sein, um Gottes Willen. Da wären wir ganz schnell wieder so bei so Ansätze, was weiß ich, die es vielleicht auch in die 60er Jahre gab, dass man unbedingt ein Bild malen muss, auf dem dann draufsteht, raus aus Vietnam, da wird es dann peinlich. Ja? Aber dass die Künstlerin, der Künstler selber sich mit Politik auseinandersetzt, das würde ich jetzt erwarten, das kann man aber auch nicht, das muss aber jetzt nicht unbedingt sein, wenn jemand sagt, ich möchte
Gedichte über die Natur schreiben, aber dann bin ich schon wieder politisch. Was ist Natur, denkt man heute, wie man mit ihr umgeht? Das ist eine schwierige Sache. Fordern darf man das, glaube ich, nicht. Man kann niemandem befehlen, du musst jetzt so und so viel Kapitel Politik lesen, bevor du Kunst machst. Das ist, glaube ich, ein Unsinn. Aber ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe des Künstlers. Natürlich werden die oft gefragt zu Dingen, die sie eigentlich gar nichts angehen, weil sie halt populär sind, ja, und damit plötzlich wichtig und damit plötzlich eine politische Position bekommen, die sie vielleicht gar nicht, die sie oft gar nicht verdient haben. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dich irgendwann mal entschieden hast, ich trage schwarz. Wie kam es dazu? Auch Zufall. Bei mir im Leben ist wirklich sehr vieles Zufall, weil ich war wirklich, und das muss man mir abnehmen, das ist keine Koketterie oder eine Ausrede, ich war zu faul, mir Klamotten zusammenstellen, also Farben, die zusammenpassen. Das wäre mir lästig gewesen, weil ich gehe nicht gern einkaufen, ich will schnell rein und noch schneller raus. Und mit diesem Schwarz kann ich immer da irgendwas greifen, muss ich nur noch nach der Größe schauen und der Fall ist erledigt. Bist du insgesamt ein fauler Mensch oder Nein. nur beim Klamottenkaufen? Nein, beim Klamottenkaufen, weil das hindert ja einem an wichtigeren Dingen, oder? Was sind wichtigere Dinge? Ja, die ergeben sich eigentlich bei dem so, wie ich lebe. Ne? Ich bin ein Mensch, der nie so langfristige Pläne hat, sondern ich lebe eher so aus dem Tag und schaue, was notwendig ist oder was man tun muss oder tun sollte. Da habe ich so ein vielleicht etwas altmodisches Pflichtgefühl, aber das hat schon seine Gründe. Ich weiß auch nicht, ob das was mit altmodisch zu tun hat, sondern ich habe schon seit etlichen Jahren so ein Pflichtgefühl, dass man gewisse Dinge einfach tun muss, wenn man die Gelegenheit und die Möglichkeit dazu hat. Die haben ja nicht alle Menschen, weil ich habe ja meine Möglichkeiten dadurch, dass ich relativ unabhängig lebe. Sowohl, das war finanziell immer so, weil ich war immer ein angestellter Journalist. Ich war also kein Freelancer, der nach Jobs suchen musste, sondern ich hatte ein relativ sicheres Auskommen. Glück gehabt. Es hätte auch anders laufen können, also mach mit deiner Zeit, die dir zur Verfügung steht und den Mitteln. Die Mittel sind die, dass man zum Beispiel, dass ich relativ viele Leute kenne und dass ich immer so Sachen gemacht habe, die was mit Organisation zu tun hatten. So nebenher habe ich das gemacht und weil es Zeiten gab, wo Organisieren schwieriger war als heute, weil die Mittel, die man heute hat, nicht zur Verfügung standen, habe ich gelernt, wo ich hin muss, wenn ich was brauche oder wenn ich was machen will, mit schnellen Überlegungen, wie das funktionieren könnte. Und das kommt mir immer wieder zugute und deswegen schnelle Entscheidungen. Du bezeichnest dich selber ja als Rentner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du bist ein stolzer Rentner. Ich würde denken, als Rentner hat man doch vielleicht tatsächlich die Muße und auch den Überblick, den Lebensüberblick, tatsächlich das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Und wenn du jetzt auf die Welt schaust, nicht nur auf die Stuttgarter Welt, auf die Welt insgesamt, was ist wichtig? Was glaubst du, sollten wir vielleicht auch in der Kultur insgesamt wichtig nehmen? Bleiben wir mal bei dem Begriff Welt. Ich bin der Meinung, das ist so meine Erfahrung, in der kleinen Welt erkenne ich die große und umgekehrt. Ja? Das heißt, was man tun kann, ist zunächst mal, sich um die Dinge vor der eigenen Haustür zu kümmern und dort seine Beobachtungen zu machen. Und wenn man die etwas gründlich macht, kommt man ganz schnell hinaus in die Welt. Zum Beispiel durch eine halbwegs intensive Beschäftigung mit der Geschichte. Das geht manchmal ganz schnell, dass man in Cannstatt anfängt und 5 Minuten später ist man in Kalifornien. Ja. Zum Beispiel durch Fluchtgeschichten oder ähnliches. Ja. Und diese Leute leben noch. Vergangenheit ist nicht vorbei. Ja. Geschichte ist Gegenwart, weil immer das, was passiert ist, in das Jetzt reinspielt. So ist auch meine Geschichtsbetrachtung, weil ich es vollkommen ablehne, da Kapitel auf und zu machen. Die fördern das Vergessen. Ja. Ja. Und lenken den Blick ab von der Wirklichkeit. Ja, wenn man sagt, ja, das war einmal, aber das ist zum Glück vorbei, nichts ist vorbei, weil alle Dinge gehen weiter. Der Schriftsteller Jörg Fauser hat mal gesagt, als alles vorbei war, ging alles weiter. Und so das, oder James Baldwin hat gesagt, Geschichte ist nie Vergangenheit, Geschichte ist immer Gegenwart. Und das habe ich mir selber so ein bisschen eingeimpft.
Und das kann man ganz leicht auf seine kleine Ebene, auf seinen kleinen Bierdeckelradius runterbrechen. Das stimmt, wenn man sich umschaut. Ja? Ich muss mich nur hier umschauen, in der Oper. Oder zum Fenster rausschauen und den Landtag mir anschauen und mir überlegen, wer da drin sitzt. Und wo diese Leute herkommen, aus welcher Geschichte. Ja? Das heißt, der Blick des Lesers, den hast du dir zu eigen gemacht, nicht? Und wenn ich dir zuhöre, dann klingt es für mich so, als wenn du eben die Geschichte gerade nicht als etwas betrachtest, was außerhalb von dir geschieht, sondern etwas, was du aktiv selber gestalten kannst. Und du hast ja ganz viel aktiv selber gestaltet. Wir haben uns kennengelernt bei der Nacht der Lieder, die du initiiert hast. Jetzt ist die Künstler-Soforthilfe ein ganz, ganz wichtiges Projekt von dir geworden. Was treibt dich an, dass du sagst, ich nehme tatsächlich die Geschichte selber in die Hand? Ja, das, ich bilde mir vielleicht ein, dass ich irgendwas in die Hand nehme. Ich versuche einfach zu reagieren, was zu tun, ohne übrigens, ich schiele nie auf ein Ergebnis oder Erfolg. Wenn ich so Worte höre wie erfolgsorientiert oder ergebnisorientiert, dann drehe ich ab. Ich muss sagen, erst mal was machen und mal schauen, was dabei rauskommt. Das geht so ein bisschen ins Blut über, dass man einen gewissen Instinkt entwickelt, wenn der Zeitpunkt da ist, dass man auf etwas reagieren sollte. Man kann etwas tun und du tust es sehr erfolgreich. Die Künstler-Soforthilfe hat eine unglaubliche Reichweite erlangt. Auch heute Abend rufen wir ja dazu auf, die Künstler-Soforthilfe zu unterstützen, denn die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, die erleben gerade eine besonders schwere Zeit, nicht wahr? Das kann man so sagen, wobei das muss man natürlich auch da sehr differenziert sehen. Welche Künstler haben eine sehr schwere Zeit? Künstler ist nicht gleich Künstler. Es gibt Künstler, die sind, oder Künstlerinnen, die sind Millionäre und andere haben halt überhaupt nichts. Aber noch ganz kurz zu der Künstlerinnen-Soforthilfe. Das war eigentlich eine ganz, ganz schnelle Sache. Ich mache ja selber auch so kleine Shows, in denen ich beteiligt bin als Vorleser. Das sind gemischte Shows mit Musiker, Satiriker, also richtige Mixed-Shows mit verschiedenen Dingen. Und da habe ich eine gemacht, das war noch im März, aber da wusste ich schon, jetzt wackelt alles. Ja? Ja. Und da ich diese kleinen Shows auch mit professionellen Leuten mache, also professionell im Sinne von, die leben von ihren Auftritten, war mir klar, da kommt eine mittlere Katastrophe auf diese Leute zu. Also was kann man jetzt tun? Ja? Und keine Ahnung, ich bin kein Mensch, der sich jetzt hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt ein Konzept. Oder wir müssen uns morgen treffen. Du machst einfach. Wir müssen uns morgen treffen zur Selbstfindung. Ja, das dauert etwas lange. Ich habe ein paar Kumpels angerufen, die hießen Tom Adler, Gogo Gensch und einen entfernten Ehebekannten, der heißt Peter Jakobait. Und der war jetzt in diesem Fall sehr wichtig, weil er hatte nämlich schon einen funktionierenden Verein, einen eingetragenen Verein. Und das brauchten wir, das war mir klar, das brauchen wir ganz, ganz dringend. Um darüber, wenn wir es je hinkriegen sollten, Spenden zu bekommen, dass die über ein Vereinskonto laufen müssen und dass der Verein so ausgestattet sein muss von seiner Satzung her, dass er berechtigt ist, Spenden anzunehmen und Spenden weiterzugeben. Das haben wir natürlich sofort prüfen lassen von einem sehr erfahrenen Steuerberater. Ich habe, wie gesagt, die Leute geschwind angerufen am Sonntag, am Montag um 12. Das war ganz kurz vor dem Lockdown, haben wir uns getroffen. Dann haben wir auf die Schnelle, glaube ich, 5.000 Euro zusammengelegt, noch mit so einem Telefon. Ja, das war unser Startkapital und das ist jetzt keine Übertreibung. Nachmittags um 16 Uhr hat schon der erste Musiker, das war ein Musiker, Geld bekommen. Ja, weil klar war, der kann diese Woche nicht mehr spielen. Aber ich habe niemals gedacht, dass das eine längere Sache wird. Nicht, weil ich nicht gedacht habe, dass die Pandemie lange dauert, sondern ich habe gedacht, naja, vielleicht, wenn wir Glück haben, treiben wir 30.000 bis 50.000 Euro auf. Und mit diesem Geld können wir in unserem Umfeld die uns bekannten Künstlerinnen es ist viel mehr geworden, unterstützen. Bis die Staatsgelder eintrudeln, so habe ich mir gedacht. Ja, mittlerweile sind wir kurz vor einer Million, aber das war, wie gesagt... So soll es weitergehen.
Jetzt hören wir ja heute Abend nicht nur gleich Kaya Sarriahus Werk Terra Memoria und nachher noch die große C-Dur-Symphonie von Franz Schubert, sondern ja später auch noch Jazz aus dem Bix Club. Und wir haben in der nächsten Pause Sebastian 23, den berühmten Poetry Slammer, bei uns. Welches ist dein Lieblingsinstrument? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, das habe ich nicht. Nicht hast mehr. Hast du eine Lieblingskunstform? Also wenn ich jetzt, wenn du wählen müsstest zwischen Poetry Slam, Schubert, Jazz, DJ, Pop? Nein, mein Ding ist immer, und das hast du ja vielleicht so ein bisschen mitgekriegt, wenn man bei der Nacht der Lieder warst, dass man möglichst sich mit allem beschäftigt. Ja? Oh, dann wird die Sache für mich erst interessant. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir gefällt das, das ist für mich der uninteressanteste Aspekt. Ja? Weil das sind wir im Geschmacksbereich und der Geschmacksbereich ist oft sehr eng. Das heißt, ich muss mir Sachen anhören, die ich gar nicht kenne. Und dann muss ich mir sie zweimal anhören oder anschauen und sagen, jetzt wird die Sache interessant. Und deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, zum Beispiel zu Hause Mozart aufzulegen und anschließend amerikanischen Hip-Hop. Da sehe ich überhaupt keinen Bruch, sondern ich höre nur, dass es gut ist. Und das reicht mir. Dann muss ich mir Sachen anschauen, die ich noch nicht kenne, sagt Joe Bauer. Das ist genau das Motto des heutigen Abends. Jetzt hören Sie Claudia Jahn, die die Einführung zu Kaya Sarriahus Werk Terra Memoria Ihnen geben wird. Und danach, wir sind dabei, nicht? Du bist später auch noch mal im Foyer. Wir freuen uns sehr drauf. Man kann mit Joe Bauer ins Gespräch kommen, virtuell. Viel Vergnügen. Ja, vielen, vielen Dank. Danke dir.